Servus, grüß dich. Ich hoffe, ihr hört es mich. Es ist windig, es ist arschkalt. Wir haben minus 6 Grad draußen. Ich habe es nicht gewusst. Ich bin auf einem Overnighter in Tschechien unterwegs. Und hier bin ich auf 1200 Meter ungefähr. Und ihr seht es selber, hier ist der Winter schon da. Und es ist arschkalt. Es ist wirklich ziemlich frisch draußen. Aber das macht nichts. Ich bin einigermaßen gut ausgestattet. Ihr seht, ich habe ein bisschen Gepäck dabei heute, weil einfach ja, Winter ist und da braucht man ein bisschen mehr. Ja, ihr merkt, ich bin aus der Puste. Es ist ziemlich unwegsames Gelände. Hinter euch jetzt alles komplett Nebel schon. Wow, es ist echt, wow, wirklich. Ich war in dem Gebiet noch nie in meinem Leben zuvor. Es ist eines der größten Waldgebiete, was es gibt. Also, es ist fast deutsche Grenze, aber in Deutschland findet man so ein großes gar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr tief da drin und da würde ich mich heute komplett stundenlang hineinbegeben. Ich bin schon länger unterwegs und dort einen Overnighter machen, also eine schöne Übernachtungstour, weil ich einfach wieder ein bisschen Freiheit brauche. Genau, da könnt ihr mich jetzt begleiten, wünsche euch viel Spaß, schauen wir mal. Was passiert? Ich hoffe, das Wetter noch ein bisschen umschwankt, weil es ist sehr, sehr unangenehm. Es ist sehr kalt. Da ist jetzt ein bisschen windgeschützt ganz leicht, aber es pfeift ganz schön der Wind herum. Okay, wir sehen uns dann später. Macht es gut dabei. Alles gefroren, seht ihr wieder? Hier, das wird jetzt ein super guter Platz. Also hier kann man sich schön einlegen, aber ich sage es immer wieder, diese Tellerwurzler, wenn sowas ist, kein Lager errichten. Jetzt ist alles gefroren, man macht Feuer, es erwärmt sich und kommt wieder runter das Ganze. Es kann auch wieder zurückklappen. Und das ist natürlich ein schönes Gewicht. Das erdrückt einen sofort. Also macht es das nicht. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, es sind schon welche gestorben, nachweislich durch sowas. Und deswegen mache ich das nicht. Und vor allem habe ich heute ein ganz anderes Setup dabei. Ein Setup, wo ich noch nie dabei gehabt habe, habe ich gestern erst gekriegt. Und das testen wir heute. Das ist für diese Temperaturen anscheinend sehr gut. Also ihr seht es dann, wenn ich es aufbaue, was das ist. Richtig geil, freue mich drauf. Und jetzt gehe ich weiter, dieser Wald. Ich gehe stundenlang rum und es ist nur Wald. Es kommt kein Weg, gar nichts. Es ist einfach wirklich nur Natur, Wildnis. Es ist nicht mehr Natur, es ist Wildnis. Das ist echt mega. Man sagt, es sind ein paar Bäume ja öfter mal abgeschnitten. Also es wird auch ein bisschen aufgeforstet hin und wieder. Es ist kein Nationalpark nicht, gar nichts. Auch kein Landschaftsschutzgebiet oder sonst was. Es ist einfach unberührter tschechischer Wald. Und das ist richtig geil. Also für mich total surreal hier. Auch diese Stille. Man hört nur ein Windpfeifen, man hört seine Schritte. Hier alles durchgefrostet sauber. Richtig cool. Okay, dann geht's weiter. Suchen wir mal irgendwann, nächsten zwei Stunden, einen schönen Lagerplatz, dass ich was aufbauen kann, weil es wieder relativ bald dunkel ist.
Ja, langsam licht es ja ein bisschen. Zieht ein bisschen alles auseinander. Die Sonne scheint schon ein bisschen durch. Vielleicht habe ich Glück und kommt heute noch Sonnenschein. War nicht schlecht, weil ich ein bisschen nass bin, ja, aber nicht stark. Und es ist anstrengend. So sind wir 20 Kilo Gepäck dabei. Aber mit dieser Lastenkraxen hier funktioniert es ganz gut. Im Gegensatz zu meinen anderen Rucksäcke, die auch, sage ich, 50, 60, 70, 80 Liter haben, ist das schon ganz eine Hausnummer. So was braucht man da hier. Und gescheite Schuhe und alles. Und ja, ihr seht es selber, das sind so Flächen. Die sind auf einmal mitten im Wald drin. Ewig lang, so Grasflächen. Echt wunderbar. Also unbeschreiblich schön da. Also wirklich. Und es ist einfach irgendwie noch ein ursprünglicher Wald. Wenn man jetzt weiter runter geht würde, dann haben sehr viele Birkenhaine, findet man in der Tschechei auch sehr fein. Und auch ganz was Schönes. Aber hier ist mehr Hochwald. Und das ist richtig geil. Ich will jetzt nach diese Richtung gehen. Es ist sowieso überall nur Wald, 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 Wald. Richtig geil. Und wenn wir da unten irgendwo dann ein schönes Lager aufbauen, dass es halt richtig schön warm hat auf Nacht, dass man ja was Schönes kochen kann und mir ein schönes Feuer machen kann. Weil es wird nämlich zapfig kalt heute auf Nacht, denke ich. Und ich hoffe nicht, dass dieser Wind noch mit kommt. Erst lässt er ein bisschen nach, weil der war sehr, sehr eisig. Gott sei Dank habe ich Handschuhe und so dabei. Aber jetzt suchen wir uns einmal da unten irgendwo circa eine halbe Stunde jetzt noch einen Lagerplatz mitten in der Pampa drin und dann bauen wir Lager auf. Alter, ist das geil. Super. Ihr seht es im Laufe des Videos dann noch. Von alle Perspektiven filme ich natürlich ein bisschen. Dann seht ihr, was man hier sieht. Und zwar nur Wald. So weit, wenn man schaut, nur Wald. Und hier ist der, ja, der Wolf zu Hause, der Luchs, der Schakal, der Hirsch, der Rothirsch, alles Mögliche ist da drin. Und das ist richtig cool. Der Einzige, der nicht da ist, ist der Mensch, außer der Weidler. Und sonst glaube ich, wir hier keinen Treffer. Ich habe erst einen Jägersitz gesehen und das war kurz nach einem Auto. Und sonst habe ich noch gar nichts gesehen da drin. Okay, hier kann man schlecht auf die Jacke, höchstens auf Pirsch. Und da hinten sehe ich jetzt auch über die Bäume angefallen. Ich will mir das jetzt ein bisschen hier anschauen noch. Weil es sind sehr viele Widowmaker hier, wenn man sagt. Oh, ja, es ist eigentlich überall hier, das ist das ganze Problem. Und es ist auch schwierig hier einen Platz zu finden. Es ist alles total moosig und mit Blaubeeren übersät. Aber das Moos ist ganz gut, auch wenn es gefroren ist. Aber da kann ich hier meine Taubeine spannen oder meine Unterkunft, wo ich halt aufbaue, da wird's schau. Und dann meine Isomatten einschmeißen und so. Und kann man aus den Gräsern auch ein bisschen was bauen. Und dann werde ich im Laufe des Abends noch ein bisschen was erzählen, weil da ist mir echt eine coole Idee gekommen, was ich da mal machen kann, vielleicht auch im Winter. Hoch interessant. Und jetzt fange ich mal an, es wird mir ein bisschen sammeln, ein bisschen erholen kurz. Dann hier durchplanen, wie ich es baue, was ich mache. Und dann bauen wir mal auf. Und dann wirklich so, dass, ja, sage ich mal, dass wirklich sinnvoll ist, dass man das auch nutzen kann mit Wärmereflektor und so. Mal schauen, was ich da machen kann. Und dann sehen wir uns halt. Ja, hab gerade festgestellt, kein Netz, hätte Insta-Story machen können. T-Mobile, CZ. Aber nur ein Stricher Notruf, jetzt ist weg. CZ, mal schauen, vielleicht kriege ich da noch irgendwie anders Netz einer heute im Laufe des Abends. Aber jetzt machen wir da erst einmal auf und werde euch einmal zeigen, was ich heute dabei habe. Ist was Gebrauchtes. Aber das wollte ich schon länger mal testen. Ja, hier Räucherwaren, dass man in der Früh schön meditieren kann. Schlafsack, Kissen, Isomatten. Habe ich einiges drin. Haben wir halt diese mitgenommen. Ich habe noch ein ganz neues Modell daheim. Aber es isoliert die. Ein Survival-Schlafsack von Grizzlyback. Hätte eigentlich noch viele andere neue Sachen daheim, aber hier weiß ich, da kann ich mich verlassen drauf. Bevor ich jetzt mit komplett neuem Equipment rausgehe. Und das ist das Ganze, was ich heute dabei habe. Braucht schön viel Platz. Der Kenner weiß, was das ist. Und zwar ist das die ungarische Zeltbahn. Zwei Stück in Drachenform. Sehr gut gebraucht. Alles gerückt.
teilweise zerrissen ein bisschen, aber das macht nichts. Wenn sie sich bewährt, lasse ich meine Frau drüber arbeiten und dann soll sie es wieder reparieren. Ein Kleinzeug drin und die werden wir jetzt hier aufbauen. Das ist also eine Art Pyramidensystem, sehr, sehr klein, angeblich für zwei Personen. Wir haben die Maße ganz, ganz genau angeschaut. Da war natürlich das polnische Lavu jetzt ein bisschen größer, aber mir gefällt einfach dieser Tarn hier. Den finde ich so richtig geil. Der ist schon ein bisschen ausgewaschen, da ist er noch ein bisschen besser an der Plane. Der gefällt mir einfach so gut. Das ist irgendwie so eine Art Wehrmachtstarner, den finde ich sehr gut. Ehrlich, das Ganze nicht, um Gottes Willen, aber es war ein sehr, sehr geiler Tarn, der Erbsentarn und so. Und da teilweise die Österreicher noch, und ihr seht es hier, teilweise wirklich gut gebraucht, das Ganze. Aber ich habe es daheim ganz kurz einmal in der Werkstatt hingelegt, dann haben wir es mir angeschaut, da will ich schon was machen können draus. Dann bin ich einigermaßen gut geschützt, weil diese Planen hier, diese Baumwollplanen, habe ich ein bisschen Erfahrung mit der MVA-Plane, mit dem Plaschpalatka, und die haben für die kalte Jahreszeit wirklich sehr gut. Also ich komme immer mehr davon ab, dass ich die synthetischen Tabs mitnehmen, weil die gar nichts bringen draußen in der Kälte. Also sie halten ein bisschen Windstand, aber jetzt eine Wärmereflektierung oder so haben die null. Und da ist das doch ein bisschen besser, gerade wenn man jetzt ein Hot Tent draus baut. Da will ich vielleicht auch ein bisschen hit tendieren, mal schauen, aber alles sehr klein. Ihr seht, das ist sehr groß vom Packmaß her, aber ja, ihr seht, das ist jetzt das, was ich alles unten gehabt habe. Und oben ist dann auch noch was drin, Nahrungsmittel und so, Buschbox natürlich, warme Socken zum Schlafen, was man jetzt braucht. Und jetzt baue ich es mir auf und dann, wenn ich es ein bisschen hingebaut habe, zeige ich es euch einmal. Ich zeige euch das ganz kurz, wie ich es hier lege. Das sind zwei Planen, die kann man miteinander verbinden, wie so das mit den Zeltbahnen. Und dann kann man das aufbauen, wie gesagt, so eine Pyramide quasi. Und so schaut das Ganze aus. Das ist ein schöner Tarn. Wie gesagt, der ist noch recht schön, der andere ist schon ziemlich hell, aber das macht nichts. Das ist kein Problem nicht. Und ja, ich werde euch das auch ein bisschen erklären alles halt noch. Im Laufe des Tages und abends und Nacht und morgen immer wieder ein bisschen was erzählen dazu. Ich habe jetzt sehr viele übelste Beleidigungen gekriegt auf dieses Video 7 vs. Wild, weil ich da meinen Senf dazu abgegeben habe und im bayerischen Dialekt sprich. Ich spreche schon fast gar nicht mehr bayerisch. Aber man sagt, meine Community, die wo das wirklich alle Videos verfolgen, sagt jeder cool, sprich in deiner Sprache, wie du das gelernt hast. Und bei 7 vs. Wild ist ein ganz anderes Publikum. Ich tippe mal, die Zielgruppe ist wahrscheinlich 15 bis 20. Kann man nicht alle noch in den Topf schmeißen, aber da ist einfach das Hirn bei den meisten noch nicht so weit. Ja, deswegen würde ich auch weiterhin bayerisch reden, da lassen wir gar nichts einreden. Ich mag euch das erklären, ich mag euch das ein bisschen näher bringen, weil vielleicht hat einer Interesse an sowas und dann würde ich das auch ein bisschen erklären. Und wenn es sich wirklich schlockt und so gut schlockt, wie es ja im Gierkanal genauer gezeigt, das wisst ihr, wie es funktioniert. Wer meinen Gierkanal noch nicht kennt, schaut gerne mal ein, der ist gerade am Aufbau. Und da wird auch bayerisch geredet drin, auf jeden Fall. Und ich will nicht Hochdeutsch reden und ich will auch nicht Englisch reden. Ja, genau, und jetzt baue ich weiter und ihr seht, es wird ein wenig heller. Vielleicht kommt noch die Sonne heraus. Hinter mir liegt das Ganze jetzt, da zeige ich euch jetzt noch was. Was wir da mitgenommen haben, wir gestern noch schnell gebastelt. Und zwar normalerweise steckt man dann einen Ast rein oder halt einen Stock in dem Fall, dass man was hat, wo das Ganze drauf liegt. Eine Tragekonstruktion. Die haben wir hier sowas gebaut. So ein Teller mit einer Öse oben drauf und somit kann ich das Ganze ohne Stange aufhängen in einem Paracord. Probiere jetzt einmal heute den ersten Aufbau. Bin einmal gespannt. Aber ich denke, das funktioniert ganz gut. Und das Feuer, was ich gesagt habe, mit der Zielgruppe bis 20 und so, nicht falsch verstehe. Das ist bloß so, meine Zielgruppe, meine Follower, wo ich gesagt habe, die wirklich dabei sind, da ist der Altersdurchschnitt wirklich laut Statistik bei mir irgendwo zwischen 35 bis 65 um den Dreh. Und dieses 7 vs. Wild und so, das schauen sich doch für junge Leute an, die da dabei sind im Social Media. Und da sind manche halt einfach noch nicht so weit. Ist ja nicht best man. Ich meine, ich war ja auch mal jung und dumm, also von dem her ist nicht best man. Aber jetzt zeige ich euch das ganz kurz einmal. Man steckt das hier rein. Und somit habe ich eine tragende Konstruktion und innen diesen Stamm nicht, wo es nicht schlecht ist, aber ich mag es nicht haben. Da habe ich mehr Platz drin, das ist für mich wichtig. Jetzt bauen wir auf und dann schauen wir es uns an, wie es ausschaut, fertig.
Super. Cool. Aber irgendwie passt es nicht so hundertprozentig, weil ich habe festgestellt, eine Seite, also ein so Seitenteil quasi, ist ein bisschen kleiner. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, schreibt es in die Kommentarfunktion. Also wenn ich die Plan übereinander lege, ist eine ungefähr 4 cm insgesamt kleiner. Und es sind halt wahnsinnig viele Knöpfe ausgerissen und so überall Löcher. Ich meine, ich habe 38 Euro gezahlt dafür. Aber trotzdem gefällt es mir brutal, es ist richtig geil. Also wenn man das natürlich da noch schön alles dicht macht, ist einmal eine. Ich finde es geil, ich finde es richtig cool, das passt so richtig cool rein. Mega, also das ist wie Weihnachten. Geil. Das will ich da ein bisschen ausmisten und dann will ich mir da gleich alles in mein Schlafquartier machen, dass das schon mal safe ist, wenn irgendwas ist, dass ich mich zurückziehen kann. Weil witterungsmäßig weiß ich nicht, es ist bewölkt, es ist arschkalt, man kriegt gleich Nasen ab, schaut wahrscheinlich aus wie Rudolf. Aber vielleicht kommt noch mehr Schnee dann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und von dem her mag ich dann hier mich zurückziehen, schau, dass ich da draußen dann eine Feuerstelle mache. Und wenn ich dann zum Schlafen gehe, mache ich komplett dicht und lege mich da rein. So, jetzt mache ich mal kurz Pause. Das ist, wenn man die Säge offen dort liegen lässt, dann schneidet man so die ganzen Finger auseinander. Naja, nicht so schlimm. Aber weil ich jetzt gerade Pause mache, möchte ich euch was sagen. Gleich vorweg, ich kriege kein Geld dafür oder sonst irgendwas. Ich habe einfach die Firma angeschrieben. Ob ich es probieren darf einmal, weil es mich interessiert, weil es bei vielen anderen Sägen mittlerweile. Und ja, das ist dieses hier. Das gibt es heute noch zum Essen. Ich glaube, sehr viele von euch kennen das schon. Ich habe es noch nicht gegessen, noch nie. Heute habe ich Beef Spaghetti Bolognese dabei. Ich habe ein paar Packungen kostenlos gekriegt zum Testen. Und hier habe ich Turkey Jerky Honey and Mustard. Und das testen wir jetzt einmal kurz. Ein bisschen mit Backpacker Wilderness Blut dazu. Und halt Beef Jerky. Ist gut. Eigentlich war das gedacht gewesen für meine Islandreise. Aber ich bin jetzt in der Tschechei, in Island. Aber trotzdem probiere ich das Ganze hier. Auch das Essen. Hab noch ein paar andere Packungen daheim. Und ich würde euch ganz ehrlich sagen, wie es schmeckt. Das schmeckt sehr gut. Das ist ein richtig guter Pausensnack. Und auf noch gibt es ein bisschen Glühwein. Und ein halbes Bier. Genau. Und jetzt bauen wir hier gerade einen Reflektor auf, dass ich hier sitzen kann. Ich stelle die Kamera mir um, dann seht ihr es. Immer schön Produktplacement machen hier. Das ist ganz wichtig. Nein, aber Firmen, die gut sind, mag ich auch ein bisschen unterstützen. Ja, ja, habe ich aufgehört, habe ich umgestellt, dass ihr es auch seht. Ich sitze also hier, windgeschützt, kann das auf die Nacht zumachen zum Schlafen. Hier bauen wir einen Reflektor. Wenn es wirklich ganz stark windig wird, baue ich den Reflektor hier und hier auch noch zu, komplett, dass er drüber steigt. Aber ich glaube, einer reicht. Also der Wind ist mir oben, hier unten ist gar nicht so viel Wind, weil einfach so viele Bäume sind, da kann gar nichts durchgehen wahrscheinlich. Das ist ja ein ewig großer Wald. Ja. Aber das schmeckt sehr, sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie das anders schmeckt. Ich habe auch große Packungen daheim. Da ist alles Mögliche drin. Und ich werde euch das immer ein bisschen sagen, wo sich da verhält. Genau, weil auf so einer Tour kann ich schlecht selber kochen jetzt.
weil ich einfach wirklich weite Wegstrecken habe zum Gehen. Dass ich wirklich schön weit im Wald drin bin, weil ich mag das, dass ich weit drin bin und nicht irgendwo an den Rand, wo eine Straße ist oder so. Und hier kann man auch schön filmen. Hier hat nur Naturgeräusche, hier hat man gar nichts. Ich habe ein Flugzeug gehört einmal ganz weit weg und sonst hörst du überhaupt nichts. Wird sehr interessant auf die Nacht, bin ich mal gespannt. Jetzt mache ich noch kurz Pause und dann bauen wir hier weiter. Ja, langsam nimmt es Gestalt auf und ich habe einen sehr, sehr gravierenden Fehler festgestellt, was ich vergessen habe. Das ist echt richtig scheiße. Richtig scheiße. Weil jetzt hänge ich gerade mal zeige euch sehr meine Ausrüstung. Und ich habe vergessen meine ganzen Taschenlampen. Stirnlampen, Taschenlampen, Campinglampen. Alles vergessen, weil das habe ich nämlich in einer Garage da zum Vollladen. Und hab's nicht mehr runter da. Das ist mega scheiß. So, Handylicht habe ich dabei. Hier in meiner kleinen EDC-Tasche habe ich noch alte OLED-Batterie, also OLED-Lampen drin. Ich hoffe, die geht zumindest noch. Ja. Das wird interessant. Und ich hoffe, hier habe ich auch noch irgendwas drin. Scheißendreck. Richtig scheiße. Powerbank habe ich drin. Was war das jetzt? Scheinster Wolf und zwei Knicklichter und eine Kerzen. Ich muss mal schauen, was ich noch alles finde, aber mehr habe ich nicht dabei. Oh shit. Ich muss noch kurz was suchen, wenn ich ganz viel Glück habe, weil hier habe ich ein paar Kabel drin, Ladekabel. Genau, das ist schon mal sehr, sehr gut, was ich jetzt hier gefunden habe, was ich immer dabei habe, diese Powerbank. Die habe ich hoffentlich auch aufgeladen. Meine alte ist kaputt gegangen im Urlaub. Ist mir ins Wasser gefallen, ein Salzwasser ist kaputt. Und ein Lichtlein. Ja, yeah. Rot zwar, aber wisst ihr nichts. Richtig scheiße. So etwas darf normal nie passieren, wenn man auf Tour geht. In Tschechien ganz allein, da von Wald rein und vergisst seine ganzen Taschenlampen. Das ist mir noch nie passiert. Mache ich aber jetzt auch einen Hehl draus. Mein Gott, das ist so, ich kann es nicht ändern. Ist scheiße. A für mich, B für die Aufnahmen, aber ich versuche das Beste rauszuholen. Es wird interessant, das Ganze. Ja. Hauptsache der Traumfänger ist dabei, das ist wichtig. Mein Gott. So, es ist immer wirklich ratsam, dass man Taschenlampe gewonnen am Mann hat, nicht nur das Handy verlassen und auch Ladekabel dabei hat. Sogar für meine LED-Lens habe ich es dabei, die ich vergessen habe. Aber ich mache es jetzt so, dass ich diese EDC-Taschenlampe gleich einmal anhänge. Jetzt sofort, solange es noch hell ist. Die Sonne kommt auch ein bisschen rein jetzt. Aber trotzdem wird es nicht warm, ist arschkalt. Das ist eine ganz alte von OLED. Oh, die mag ich recht gern. Auch wenn ich OLED so Firma nicht mag. Aber die Lampen mag ich gern. Und die hängt man hier noch an. Die würde jetzt komplett voll knallen, weil ich nicht weiß, wie lange die Lampen schon ohne Strom ist. Normal lohne ich die schon immer alle 3-4 Monate mal komplett wieder auf. Aber bei der liegt es wahrscheinlich auch schon 3-4 Monate zurück und ich habe die immer dabei, also ich muss immer in der Kälte draußen. Das zieht natürlich Akku ohne Ende. So, aber ein bisschen Käufer ist man schon mit meinem Licht hier, das bringt zwar sehr, sehr wenig, aber auch zwei Knicklichter. Genau, und eine kleine, ja, Lampe habe ich auch noch immer dabei, das ist wichtig. Ihr wisst, das ist mein Akku. Das ist schon mal sehr gut. Da kann ich das Zelt zumindest dann beleuchten drin. Das ist richtig cool. Dann glaube ich, komme ich da gut aus heute. Aber Kopflampen ist halt natürlich schon was Feins, wenn man es denn dabei hat. Also, so schaut es jetzt folgendermaßen aus. Dass ich jetzt hier noch ein paar Kleinigkeiten mache, baue meine Buschbox auf, mache jetzt dann Holz. Ich muss mich ein bisschen bewegen, mir ist nämlich arschkalt, nämlich ganz schön kalt. Ich habe zwar hier noch Isolationsjacken dabei, für die Nacht, die kann ich da drunter anziehen, weil da habe ich noch einen dünnen Pulli, habe ich nicht. Und auch einen Gora-Unterwäsche, aber trotzdem ist es kalt. Und wenn man nicht arbeitet, ist es kalt. Mein Opa hat aber gesagt, wenn ich gesagt habe, Opa, mich friert so stark, dann arbeite. Genau, so schaut es nämlich aus.
Also, muss jetzt ein bisschen was da. Viel Holz erschneiden, weil ich glaube, es wird eine kalte Nacht und eine dunkle Nacht. Aber zumindest ein bisschen was dabei. Ihr seht, wie wichtig das ist, dass man ein paar Knicklichter einschmeißt, wenn man ein paar so eine kleine Laterne und immer eine kleine Taschenlampe am Mann haben. Das ist wirklich wichtig. Nicht nur ein Neckknife, sondern wirklich eine kleine Taschenlampe. Weil wenn hier was passiert auf der Nacht und ich muss raus mit dem Handy, das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Also, bis nachher. Dann wieder schön warm. Und Tipp für alle Anfänger: Im Winter immer mehr Holz machen. Ganz viel Holz. Ich mache auch so viel Holz, dass ich es gar nicht verheizen kann. Den Rest nehme ich immer mit. Das wissen meine alten Abonnenten, die immer zuschauen. Ich habe ganze Kisten gemischtes Holz von allen möglichen Wäldern bei uns heute daheim und habe das schön gelagert, dass es trocknen kann, schon hergehackt, weil ich mache es ja raus schon fertig. Und hab dann immer was, wenn ich einfach mehr so rausgehen mag und kein Holz machen mag. Aber es gibt nichts Ekelhaftes, wenn im Winter das Holz ausgeht. Ist jetzt nicht das Problem, aber ich finde in der Früh, wenn man aufsteht, ist man echt glücklich, wenn man rausschaut zur Buschbox und man hat einen Berg Holz noch. Man kann sich richtig schön aufwärmen drauf. Ein guter Tipp von mir. Ist mir noch ein Tipp eingefallen, weil einfach wirklich sehr viel Junge dabei sind, Greenhorns, ich bin auch nicht der Profi, mehr abgesehen von denen, darf ich mich nicht bezeichnen, aber ich habe ein bisschen Erfahrung, sammeln Kinder raus und die gebe ich auch immer an euch weiter. Und da ist es so, im Winter habe ich festgestellt, und das ist ja im Nachhinein auf die Geschichte komme ich gleich zurück, ist es so, wenn man jetzt Holz macht und spaltet es, das brennt sehr schnell ab und gibt nicht so viel Hitze her. Natürlich Hartholz ist da besser, aber da finde ich wenig Hartholz drin. Von dem her gebe ich euch den Tipp, nehmt sich eine Äste trockene, die könnt ihr von den alten Bäumen, wenn ihr einen umschmeißt, Abbrecher. Und diese knindeln, wie wir sagen in den Bayern, brennen sehr lang und geben viel mehr Wärme ab. Das Ganze ist mir dann irgendwann einmal gekommen, dass die alten Leute im Bayerischen Wald, da unten, also das ist Tschechei, aber Bayerische Wald, Tschechei hängt da sehr nah zusammen und die kommen aus der Gegend hier ursprünglich und die alten Leute haben im Winter immer diese Knindeln eingeheizt. Gerade dieses Hartholz zum Beispiel, von der Buche und so, so kleine Äste. Und die haben das dann auch gesagt, dass das einfach viel, viel mehr Wärme abgibt. Und dann ist mir das irgendwie gekommen. Ja genau, das haben die mir gesagt. Und das mache ich viele Jahre schon so und hat sich sehr gut bewährt. Das ist immer so ein Tipp, weil die Leute da unten, oder ich, wo ich daherkomme, weiß ich, was Winter und Kälte bedeutet, weil es da ist echt 9 Monate kalt bei uns in diesen Höhenmetern und echt noch Winter, wie es sich gehört, und richtig lang Winter. Von dem haben wir heizen müssen, also heizen müssen. Das ist ein kleiner Tipp, wo mir das eingefallen ist. Langsam, aber sicher bin ich fertig, bin Holzmacher. Manche lachen so viel, aber glaubt es uns, wenn es viel wird, zwingt. Das auf jeden Fall. Vor allem, wenn man da allein ist, dann sollte man wirklich vorsorgen, wenn irgendwas passiert, dass man ein großes Feuer machen kann. Dann kann ganz schnell was passieren, weil bis ich da aus bin, ich vermute, zur nächsten Straße oder was, wahrscheinlich 2 oder 3 Stunden. Nächste Haus weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwo geparkt und da bin ich schon 5 Kilometer mehr Feldweg gefahren, wo ich dann geparkt habe. Da ist nichts, da ist gar nichts. Und da mag ich vorgesagt haben, und das ist mir auch wichtig, wenn ich schon das Taschenlampen und alles vergiss, habe ich zumindest Holz. Und das Holz hier, das ist eine Fichte, die ist so teilweise hart, die kann ich kaum schneiden mit dem 10er Sägeblatt. Und geschweige den Spalten, also das ist echt krass, manche. Da merkt man die Höhenmeter. Ich habe keinen frischen Baum abgeschnitten, also alles Totholz. Wie ich es immer mache, da hält er mehr dran. Frischholz brennt ja auch nicht. Nicht richtig zumindest. Und ja, heute mal Buschbock seit, da kann ich mir ein bisschen die Füße wärmen. Das ist richtig cool. Bei sowas, wenn man draußen ist, bietet sich natürlich an, dass man wirklich alles zubaut
dass man wirklich sitzen kann. So. Und es ist mit dem Rücken zu, hinten mit Planen und so. Und man sagt, Körper hoch, Feuer tief, dass das Feuer richtig die Wärme abgeben kann. Und man kann den ganzen Körper die Wärme kriegen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel nass ist beim Winterbiwak, wenn es richtig viel Schnee hat, mache ich das immer. Das bietet sich sehr gut an. Also eingefallen so. Ja, genau, dann wirst du mit meiner Buschbox herrichten, wenn man noch ein bisschen Halterung baue für meinen Topf hier. Dass man ein bisschen auf Nacht einen Glühwein machen kann, weil so einen habe ich auch dabei. Wenn man da eine Tasse zwei machen kann. Und dann wird es eh langsam finster, denke ich jetzt demnächst. Man sagt, Licht kommt ganz schräg noch einer. Und es ist kalt. Auf jeden Fall. Schade, dass die Sonne nicht besser gescheint hat. Aber vielleicht habe ich morgen in der Früh Glück. Dann haben wir wirklich einen schönen Wald drin, weil es wirklich cool ist. So über Zuckerröst mit Schnee schon. Richtig geil. Märchenwald. Ja, ich mache mir jetzt hier mal ein bisschen kurz eine Tasse Glühwein. Ihr seht, es wird langsam dunkel. In einer halben Stunde wird es hier dunkel sein. Definitiv. Und ich möchte mein Holz wirklich für die Nacht aufheben, weil die Nächte sind hübsch lang momentan. Und deswegen machen wir es hier mit diesem Kocher. Aber da habe ich auch ein Problem festgestellt. Ich probiere ja gerade rum mit Bio Harz und naja, Birkenrinde und alles mögliche, aber das Ganze brennt halt jetzt nicht mehr so schön und so schnell wie mit einer Brennpaste. Ob das Sinn und Zweck ist, weiß ich noch nicht, weil der heißt nicht umsonst Notkocher, der soll schnell funktionieren. Der Sektor geht immer aus, er braucht Zeit, bis es echt einmal wirklich brennt. Da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht ein bisschen Birkenpech dazu da, was sie besser entzündet. Weil sonst ist das scheiße. Okay, und jetzt machen sie mir einen Glühwein. Das ist übrigens mein erster Glühwein das Jahr. Hier habe ich auch noch was drin, schaut mal her. Wisst ihr, was das ist? Glühwein. Und so später schon. Das habe ich noch nicht geschleppt. Der ist heiß. Jetzt freue ich mich echt auf den Glühwein, auf was Warmes. Also ich liebe diesen Notkocher. Aber mit der richtigen Zusammensetzung bin ich noch nicht ganz nachgekommen. Aber schreibt es in die Kommentarfunktion, wer Ahnung hat von Biobrennstoffen. Wie man das machen kann. Am besten war es, wenn man was machen von der Natur raus, was man immer wieder nachfühlen kann, wenn man länger unterwegs ist. Das war cool, so wie Harz und so, aber es brennt halt schlecht an. Ja, mal schauen. Okay. Ja, wenn es dahinter schaut, da sieht man so ein bisschen golden durchblitzen. Da geht die Sonne unter dahinter. Das ist deswegen, weil da hinten, da geht es ein bisschen rauf, dann geht es runter und da ist ein Berg. Da hätte man eigentlich eine wunderbare Fernsicht wahrscheinlich, wenn man einen guten Platz findet. Richtung Süden und Alpen eine, nach Deutschland rüber. Also ich tippe mir ganz schwer, dass da wahrscheinlich Wolkenmeer wäre und so. Aber ich bin lieber weiter in den Wald reingegangen. Ich meine, das ist auch das Wald da vorne, aber ich bin weiter reingegangen aus dem Grund, weil ich durch den Wind besser geschützt bin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer sich eine Plätze sucht mit toller Aussicht, aber die können sehr unangenehm werden. Gerade wenn es so kalt ist. Und es ist echt kalt. Das ist wirklich, ich bin jetzt kein Dotter als Weichei, aber es ist kalt. Und deswegen bin ich da am Wald drin, bei den Tieren. Genau, und hier, das schauen wir uns auch noch kurz an, ein paar Worte, was ich jetzt festgestellt habe. Ah, da hinten hat es, habe ich schon gesucht. Ja, weil ich mache das momentan mit zwei Messern, das ist echt mega praktisch, habe ich festgestellt. Weil zum Beispiel hier habe ich dann Gras geschnitten dahinter, habe ein bisschen Isoliermaterial geholt. Dann bin ich nach vorne gegangen, habe ein bisschen was Kleines machen müssen. Kann man super drauf zugreifen. Nur das Ganze
ist mir fast ein bisschen zu groß noch. Also da muss ich ein bisschen experimentieren. Da kommt vielleicht dann eine Easy dran, eine Isula. Da habe ich noch eins daheim, aber vielleicht kaufen wir mal ein neues, weil das viel flacher ist. Aber so mit zwei Messer ist ganz gut. Ist natürlich ein bisschen schwerer, aber das ist jetzt mein erster Eindruck. Draußen unter Realbedingungen gar nicht einmal so schlecht. Sitze da, es wird richtig dunkel langsam, es geht zackig, es geht ganz schön schnell und Temperaturen sausen in den Keller. Es ist richtig kalt, ich mache jetzt Feuer, weil wir müssen aufwärmen. Und wenn wir jetzt hier das Tactical Food Pack einmal kochen, bin ich echt gespannt, mich hungert jetzt. Schauen, ich brauche was Warmes und vor allem auch ein Feuer, das ist jetzt einmal ganz wichtig. Der Glühwein ist jetzt super, der wärmt mich schon ein bisschen, aber es ist wirklich frischer aus, zacksen die. Also ich glaube, da haben wir da 6, 7, 8 Grad minus kriegen drin halt. Es ist ganz schön frostig, ja. Okay, dann mache ich jetzt Feuer und dann kann ich ein bisschen filmen, weil ich habe die ISO schon voll aufgezogen. Ja, oben sehe ich noch ein bisschen was, hier unten ist schon sehr dunkel. Genau. Und dann schauen wir mal, was das noch bringt und wie ich es mit dem Filmer umsetzen kann. Ich habe ja bloß die eine Taschenlampe hier dabei. Ich baue jetzt dann auch mit zusammen. Dann haben wir ein bisschen Licht haben da. Ich werde meine Knicklichter anmachen. Und sonst habe ich leider nichts. Das ist echt, sowas darf normal nicht passieren. Das ist grob fahrlässig. Ist mir aber auch noch nie passiert, dass ich jetzt dann komplett meine Taschenlampen vergessen habe. Also, aber ich habe es ja gesagt, zum Aufladen alle in eine Garage gehen. In der Garage war es nämlich noch nie, in der anderen. Okay, dann baue ich hier mein Licht dann drauf. Nachher haben wir hier auch ein bisschen Rotlicht, ganzer Umbau. Das dann weiß scheint, aber ich mag sowieso gern rotes Licht. Okay, dann bis gleich. Jetzt testen wir mal die Beef Spaghetti Bolognese. Ich habe festgestellt, ich habe ein bisschen zu viel Wasser eingeschüttet, weil ich nicht anmessen könnte. Schauen wir mal. Schmeckt real gut, muss ich wirklich sagen. Besser würde ich von Decathlon, die Spaghetti. Aber Tabasco geht ab und den habe ich nicht dabei. Den habe ich gar nicht gedacht. Tabasco wird es gewinnen. Na, das lassen wir jetzt einmal schmecken. Jetzt hat gerade mein Handy vibriert. Vielleicht habe ich doch wieder mehr Empfang, weil ich momentan
Habe ich festgestellt, überhaupt kein Netz nicht. Hm. Ja, das ist was Gutes. Das warmes Essen hier drauf. Hm. Das ist halt wirklich gut. Doch, definitiv. Hm. Also mir schmeckt es. So, ich heiz jetzt da gescheit ein, trinke hier mein Glühwein. Den habe ich hier auf die Warmhalteplatte gestellt. Ich hoffe, ich setze ihn einigermaßen. Und das Licht herstellen. Ein bisschen ein Problem in der Lichtheit. Aber das nochmal zurück zum Tactical Food Pack. Das war wirklich nicht schlecht. Das hat echt ganz gut geschmeckt, wirklich. Aber draußen schmeckt ja eh alles gut. Das war das Bier, wenn es warm ist. Und weil daheim trinke ich kein warmes Bier, aber draußen mag ich ein warmes Bier. Aber es ist ja ganz schön kalt. Und der Wind geht. Der Wind geht und pfeift ganz schön laut. Jetzt ist es. Nicht schlecht. Und zumindest habe ich ein bisschen ein Licht dabei, das gefreut mich, dass ich dann hier, wenn ich dann noch einen Schlafsack reingehe, ein bisschen ein Licht habe da drin. Aber einen viel Platz hat man da nicht, habe ich schon festgestellt. Also das ist echt nicht so. Aber ist ausreichend, absolut. Vielleicht ist das Polnische doch besser. Muss ich mal schauen. Okay, jetzt will ich noch ein bisschen sitzen, dann will ich noch schnell ein bisschen ratschen mit euch ganz kurz noch. Und dann später hauen wir ins Bett. Das ist aber erst. Wie haben wir es denn? 18 Uhr. Es ist 18 Uhr. Wow. Naja, dann bis nachher. Kennen Sie die Zeit, wenn man das Holz zum Trocknen zum Feuer legt? Dann ist Winter. Dann ist Winter, ja. Das Holz ist teilweise gefroren. Das ist brutal. Das ist echt richtig kalt da in der Tschechei. Jetzt machen wir mein Bier auf. Das ist schon relativ warm. Und dann drehen wir die Lampen daher. Jetzt zeigt es dann ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Fein. Richtig, richtig gut. Und das Feuer ist auch ganz gut. Obwohl die Wärme heute komischerweise irgendwie noch rechts wegzieht. Irgendwie kennt man das so viel aus, wenn es da wärmer wäre. Deswegen habe ich das Holz hergekriegt, als wir hier. Heute gibt den jetzt so richtig Wärme ab, obwohl da ist ein richtig guten Glutstock drin. Das kann ich schon gar nicht mehr reden. Einen Glutstock drin habe. Aber irgendwie wärmen sie nicht so richtig. Aber es ist auch kalt. Darf man nicht vergessen. Ja, genau. So schaut es aus. Ich will jetzt noch ein bisschen hier sitzen. Bushbox TV schauen. Quasi ist mein Abendprogramm heute da. Und das wird richtig geil. Ein bisschen philosophieren, gedanklich. Die ganze Zeit denken. Und einfach genießen die Ruhe. Das ist einfach wirklich wunderbar, dass man allein ist, dass man seine Ruhe hat. Es ist wirklich was Schönes. Also das verstehen wir nicht. Viele fragen immer, warum macht man sowas, dass man da so weit wegfährt. Ich bin jetzt knapp, doch, das waren 200 Kilometer weggefahren. Ich bin in ein Waldgebiet gegangen, das riesig ist, wo wahrscheinlich sonst kein Mensch ist, außer Tiere, und sitze mit einer Schlaf da drin. Das ist eine Frage, wo man kann es lang beantworten, man kann gar nichts sagen drauf. Das ist irgendwie, bei mir ist es so, bei mir ist es ein Teil vom Leben, ich mache das schon immer. Ich kenne das gar nicht anders. Ich brauche das. Und habe jetzt in den letzten Monaten wenig Overnighter gefilmt. Aber heute habe ich wieder richtig Bock gehabt, dass ich mich filme wieder. Aber sich nicht holen mache ich sehr oft. Und öfter filmen ist natürlich ja, ganz klar. Aber wenn man nur filmt, das ist nicht gut. Das mache ich nicht. Also das tue ich um kein Geld auf der Welt, dass ich das ständig mache, weil das ist dann nicht das, warum ich es mache. Also ich filme gerne raus, aber ich mag einfach meine Zeit für mich hier raus haben. Und einfach da sitzen und blöd schauen. Und ein Bier trinken und dann Schlafsack reingehen und hoffentlich gut schlafen. Das hoffe ich nämlich heute auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kann gut schlafen, weil die letzte Nacht habe ich knapp 4 Stunden noch geschlafen. Ich habe einen Zwischenfall gehabt um 1:30 in der Früh und habe raus müssen. Ja, okay, aber
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bleibe jetzt da sitzen, filmen, bringt nicht mehr allzu viel jetzt. Mit den Lichtern hier, das ist wirklich wenig. Jetzt war noch das hier, aber den Akku sparen wir für den Notfall. Wenn wirklich irgendwas wäre, muss aus dem Waldgebiet raus, man weiß ja nicht. Dass ich zumindest noch ein bisschen Licht haben, verballert es nicht jetzt. Okay, Holz habe ich noch weg nur. Da habe ich morgen in der Früh für den Kaffee auch noch einiges, das ist gut. Dann gibt es einen schönen Kaffee in der Früh und das wird richtig geil. Andererseits, wenn es morgen schneien würde in der Früh. Aber ich glaube, dass morgen Sonne scheint. Schauen wir mal. Okay, dann werden wir uns da drin noch sehen. Und nachher, wenn ich da zu mache, stelle ich die Kamera drin noch kurz auf. Kann ich zwar nicht stark umeinander stehen drin, aber dass das auch noch ein bisschen sechs das Innenleben von diesen ungarischen Zeltbahn. Und dann sehen wir uns da drin. Kamera stellt jetzt ein, dass der Akku nicht leer wird. Weil jetzt sieht es da ganz schön aus, die Akkus mit der Kälte hier draußen. Und wenn irgendwas ist, schalte ich sowieso ein und filme mit. Und dann sehen wir uns später hier drin. Also, bis nachher und Prost. Servus, willkommen in mein 38-Euro-Hotel. Cool. Ja, ich habe echt keinen Platz zum Filmen da drin. Kann Kamera nur da hinstellen, mehr nicht. Aber zum Schlafen tut es. Reicht er zu zweit oder mit Hund. Bei mir mit Servota XXL. Genau. Ja, wir haben jetzt ins Bett, weil mich friert. Und ich mag jetzt einen Schlafsack, gell? Wie jetzt hier. Diese Socken anziehen, das sind Kniestrümpfe, ganz, ganz heiße, ganz, ganz warme. Zieht meine Schuhe aus und das ist ein riesen Tipp für euch. Kauft euch sicher eine Socken. Ich verlinke es euch und die sind echt gut, kosten 20 Euro und man hat immer warme Füße. Ja, wenn man mit Zug geht, ist mir da ein bisschen sekt. Ich habe echt keinen Platz, aber trotzdem ist es richtig geil. Mir gefällt es total cool. Bin immer gespannt, wie ich schlafe und wir sehen uns morgen in der Früh. Ich werde ziemlich zeitig aufstehen, ganz klar, weil ich möchte ein bisschen was haben vom Tag und möchte das Ganze ein bisschen miterleben, wenn die Sonne aufgeht und so. Wisst ihr ja, wisst ihr es. Okay, dann in dem Sinn, hau mir jetzt ins Bett, wenn was ist, schalt ihr ein und man sieht sich morgen früh in ein paar Stunden. Bitte euch.
Guten Morgen, grüßt euch. Ja, mittlerweile haben wir es 8:30. Jetzt kommt langsam endlich mal die Sonne ein bisschen rein. Hier ist noch nichts, aber da drüben ist schon alles im Sonnenschein. Ich muss ein bisschen aufwärmen. Ich bin jetzt vorher rumgelaufen wegen der Filmerei, wo es auch gut ist. Dann bewegt man sich zumindest. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe schon ein bisschen angefangen, das Ganze hier zu verpacken. Alles. Ich baue jetzt dann hier ab und mache den ganzen Platz wieder sauber, so wie ich ihn vorgefunden habe. Und dann fahre ich wieder heim. Ich muss ein paar Stunden zum Auto zurückgehen. Aber das ist wunderbar im Sonnenschein. Da durchstreife durch die großen Wälder von der Tschechei. Richtig cool. Ja, wie habe ich hier geschlafen? Ihr seht es, habe eingestreut hier, war sehr sinnvoll das Ganze, dass ich eine gute Isolation habe. Von unten her hat mich null gefroren, ich habe die isolierte Isomatten gehabt vom Climit, die ist wirklich mega gut, also das ist cool. Schlafsack, muss ich sagen, habe ich den Grizzlyback dabei gehabt, den Survival, aber absichtlich, ich habe Winterschlafsäcke auch daheim, die wo bis 30 Grad gehen, aber der geht bis, steht drauf. Ja, minus 1 Grad. Genau, minus 1. So um den Dreh. Aber mir hat wirklich nicht gefroren drin. Es war angenehm. Ganz leichte Brise, frisch war es drin. Aber ich habe da mal Jacken drüber gelegt. Und von dem her war es echt akzeptabel. Vor allem mit den Socken, die liegen da irgendwo rum dahinten. Die würde ich wirklich empfehlen. Da habe ich schon sehr gute Erfahrungen gesammelt mit diesen Socken. Wenn man die auf Nacht anzieht, die haben wirklich super. Die Nacht war sehr, sehr dunkel und sehr lang. Wirklich sehr lang. Ich bin um 20 Uhr circa ins Bett, hab dann alles dicht gemacht und es war richtig angenehm da drin in meinem 38-Euro Hotel. Aber es gibt kein besseres Hotel auf der Welt, ohne Scheiß. Vor allem jetzt hier mit Kaffee. Ah. Bin dann auch gar nicht mehr vom Schlafsack stark raus. Bin dann relativ bald eingeschlafen. Richtig gut geschlafen, bis um 1 circa bin ich aufgekommen. Und dann habe ich den Druck auf der Blase verspürt. Ihr kennt das im Winter, man muss immer zum Pissen. Okay, da gebe ich euch einen Tipp. Ich habe hier die Nacht 900 Milliliter Urin lassen. Kann man mal in der Früh auch noch trinken, wenn man mag. Ich habe mal ein Video gemacht, habe ihn getrunken. Muss ich aber nicht unbedingt noch machen. Aber ich warte auch kein Problem nicht. Ja, es ist wieder so, wenn man im Schlafsack ist, das ist ein Tipp von mir. Geht es gar nicht raus, wenn es zu kalt ist. Es hat mindestens eine Nacht minimal 6 Grad minus gehabt. Also es war echt kalt. Ich muss einmal nachschauen an den Wetterbericht, aber ich habe kein Internet hier. Da geht nicht einmal ein Netz, gar nichts. Ganz selten einmal, dass eine Mail reinkommt, aber ich kann es gar nicht öffnen. Und da ist es so, wenn man Schlafsack aufmacht und geht raus, die ganze Wärme verpufft sofort in der Kälte. Von dem her fangen sie an, dass im Liegen pissen könnt. Das dauert wirklich lang, dass man das einmal kann. Aber gerade sich eine Expeditions Typen und so machen das auch, weil einfach diese Wärme, wenn ich jetzt rausgehe mit den Unterhosen, ich habe die Hosen alles ausgezogen und gehe zum Pissen, gehe wieder rein, dann ist arschkalt. Der Körper muss wieder arbeiten, verbraucht wieder Energie. Von dem her pissen wir einfach da. Ganz einfach. Man kann es in der Früh noch zum Feuerlöschen hernehmen. Für andere Sachen auch. Und dann passt das. Also das ist wirklich cool. Und ja, mei, die Flaschen wascht man heute halt wieder aus, fertig, da darf man nicht so simperlich sein. Wenn man in der Natur draußen leben möchte und das Ganze fühlen möchte, dann muss man sich ja anpassen. Dann ist das so einfach, ja, es ist halt ein bisschen assliger. Aber das ist, asslig ist der falsche Ausdruck. Für mich ist es normal, mir gefällt es. Und ja, mein Gott. Da hat mir einer geschrieben aus Berlin, der hat das Video gesehen, wo ich die Pisse trinke auf so einer Survival-Tour wieder gemacht, 2 Tage. Und dann hat er geschrieben, du schläfst im Dreck und trinkst deine eigene oder saufst deine eigene Pisse, du bist asozial. Ja, ich finde es, wenn man in der Stadt wohnt in Berlin, finde ich persönlich asozial. Also das da draußen ist meine Welt. Ganz einfach und freue mich wieder aufs nächste Mal draußen schlafen. Eigentlich war es richtig cool, mal 2-3 Tage da draußen zu schlafen. Aber das kommt jetzt einmal. Wie gesagt, ich habe gestern auch kurz was angesprochen. Mir ist da was gekommen, und zwar möchte ich da oben in den Gebiet, da fahre ich nochmal her, weil das wirklich riesig ist, da habe ich einen ganz kleinen Prozentsatz jetzt noch gesehen, möchte ich einfach einmal eine Tour machen mit einem ganz leichten Gepäck. Also wirklich fast gar nichts dabei. So, das ist das Allernötigste. Und dann mit sicheren Materialien hier wirklich was bauen, wo man schlafen kann drin, vielleicht eine Decke mitnehmen, nicht mehr. Und dann
wirklich ein Shelterbau wieder mal, wie man es im Survival halt so kennt. Hätte ich wieder mal richtig Lust drauf, also muss ich echt sagen. Und das will ich auch machen. Und das filme ich auch. Ich filme wieder overnight damit, keine Sorge. Nur halt nicht alle. Ja, ansonsten, meine Nacht war echt cool, war lang. Bin dann ewig lang wach gelegen, aber kurz eingeschlafen, aufgekommen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich sehr wohl gefühlt draußen. Angst habe ich überhaupt nicht verspürt, gar nicht. Weil da ist nichts raus. Da ist für mich, da habe ich keine Angst nicht. Da kommt keiner. Da kommt ja wahrscheinlich kein Jäger oder sonst irgendwer. Von Tieren her schon zweimal nicht Angst. Da ist nichts. Da ist einfach gar nichts. Und von dem her ist ein Tipp von mir auch wieder, ich mag aber gerne Tipps abgeben von meinen Erfahrungen. Umso weiter ihr in den Wald reingeht, umso sicherer fühlt sich ihr. Man hat aber das, wenn man so weit im Wald drin ist, hat man mehr Angst. Ich habe mehr Angst, wenn ich jetzt ein paar Kilometer rüber gehe und sehe dann ein paar Häuser. Dann habe ich schon wieder mehr Angst, weil da kein Menschen sein. Und das mag ich in der Nacht nicht. Weil ihr wisst es ja selber. Und so ist das richtig cool. Alles klar. Dann wirst du abbauen, wird das Ganze dann daheim trocknen. Flugzeug einmal, cool. Da hört man sehr selten da herunter. Ich habe gar nichts gehört die Nacht. Aber mir hat ein Tier gehört, das habe ich nicht zuhören können. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht ist der Wolf immer geschlichen oder so. Kann schon möglich sein. Also die sind in dem Gebiet auf jeden Fall. Mehrere sogar. Oder Luchs, keine Ahnung, was da rumgeschlichen ist. Ja, muss gar nicht mehr viel labern jetzt. Oder mag gar nicht mehr viel labern, wenn er viel abbauen muss und dann Abbau. Geile Tour, richtig, richtig cool. War echt wieder mal so richtig entspannend. Schau vielleicht nicht so aus jetzt, aber es war wow, es war so richtig. Da kann die Freiheit mich so stark, wenn ich sowas mache. Einfach allein sein da draußen, das ist einfach mein Bild. Also, bis zum nächsten Video. Schau auch mal in Gierkanal wieder vorbei. Brauche auch noch ein paar Abonnenten, dass damit vorwärts geht. Und wir sehen uns. Seht ihr das? Das ist übrigens noch das ganze Holz, was ich habe. Ganz schön geheizt. Bin aber wirklich zeitig ins Bett gegangen. Also wer da meint, mit einem Kumpel raussitzen und 2, 3, 4 Bier trinken, da klappt das Holz bei weitem nicht für Buschbox. Alles klar. Ja, dann baue ich ab. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Und ich sag's wieder, bleibt anständig, ehrlich. Das ist mir ganz wichtig immer. Bin auch ein sehr ehrlicher Mensch. Deswegen kommst du nicht weiter im Leben. Ist so. Man muss lernen anscheinend an der Arschloch sein, dass du heutzutage weiterkommst. Aber da herin, in dieser Welt, passt's. Perfekt. Da ist es richtig cool. Da kann man wirklich noch sagen, jetzt scheint die Sonne kleiner. Ja, auf die Baumpilze ist der Schnee drauf. Richtig cool. Also, macht es gut. Der Weitler sagt, für denk.